Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie eine Tabelle so erstellen können. Und von daher, ja, machen wir einfach, ja, ganz richtig. Und von daher, wir fügen zunächst eine Tabelle hier hin, also mit Spalten und Zahlen hier. Und sofort ist unsere Tabelle schon da, wie Sie auch hier sehen. Und von daher, wenn Sie zurück machen wollen, dann machen Sie einfach so zurück. Und wenn Sie zum Beispiel diese Tabelle hier löschen wollen oder einige Daten nochmal anfügen wollen, zum Beispiel, oder eine Zeile, weitere Zeile anfügen wollen, dann gehen Sie einfach hier hin, drücken Sie und dann Zeile anfügen. Hier können Sie einfach die Anzahl geben, 1, 2 oder 3, wie Sie einfach wollen. Wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK und weitere Zeilen werden einfach hinzugefügt. Und wenn Sie auch die Tabelle so löschen wollen, die ganze Tabelle löschen wollen, dann können Sie auch und sofort ist es gelöscht. Und wir können auch zurück rückgängig machen, indem Sie einfach sagen, ja, wir wollen nur an dieser Tabelle arbeiten. Und von daher haben wir auch die Möglichkeit, einfach ein paar Zeilen einfach in unsere Tabelle so, ja, zu löschen. Und von daher, wir können zum Beispiel nur eine Zeile löschen und sofort sehen Sie schon. Und wir können nochmal wieder rückgängig machen, falls wir einfach die Tabelle haben sollen. Und die Tabelle können wir einfach auswählen, indem wir einfach Tabelle sagen und wählen wir die Tabelle aus. Wir können auswählen und vielleicht löschen oder anfügen oder kopieren. Wir können kopieren ganz genau und wieder hier anfügen, wie wir wollen. Und dann haben wir zwei Tabellen. Und von daher haben wir viele Möglichkeiten, mit unserer Tabelle einfach zu bearbeiten. Und wir können auch sagen, ja, wir wollen nicht nur auswählen, wir wollen nur eine Spalte so oder eine Zeile so auswählen, zum Beispiel diese Zeile hier. Und dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel diese Zeile einfach zu löschen oder wir können auch bearbeiten oder nach vorne verschieben oder nach hinten. Wir können zum Beispiel, ja, einfach sagen, ja, wir wollen zum Beispiel diese Zeile einfach löschen, dann wird die Zeile einfach gelöscht. Und Sie können auch sagen, ja, wir wollen zum Beispiel jetzt eine Spalte, wir machen die Spalte jetzt, oh, Entschuldigung, wir wählen die Spalten, eine Spalte jetzt aus und sehen Sie, die ganze Spalte ist einfach ausgewählt und wir können zum Beispiel löschen, kopieren, anfügen irgendwo oder wir können zum Beispiel alles machen, was wir wollen, löschen, also wir können zum Beispiel kopieren und irgendwo hier nochmal wieder anfügen und von daher können wir nochmal hier anfügen, wie wir wollen. Und so können Sie immer wieder anfügen oder löschen, sogar wie Sie wollen. Und von daher geht einfach alles. Und wir haben auch die Möglichkeit, einfach unsere Zelle einfach auch zu markieren, wie Sie auch sehen. Eine Zelle ist markiert und dann können wir zum Beispiel löschen, kopieren, irgendwo anfügen oder ein bisschen verschieben. Und von daher, man kann viele tolle Effekte damit machen. Natürlich können wir auch die Zellen verbinden, indem wir einfach hier drücken und sofort werden einfach die Zellen, die beiden Zellen, die hier waren, sind einfach jetzt, ja, zusammen, ja, sind zusammen jetzt. Und wenn wir auch teilen wollen, dann können wir einfach hier wieder teilen in horizontal oder in vertikal. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen in horizontal teilen und in zwei, dann sofort wird es auch. Sie sehen schon, was wir gemacht haben. Und Sie können auch sagen, ja, ich möchte meine Zähne zum Beispiel schützen. Dann können Sie auch da gehen und schützen, wie ich gemacht habe. Aber wenn Sie das nicht mehr haben wollen, dann können Sie immer rückgängig machen, das also rückgängig machen. Und Sie können auch die Tabelle auftrennen, wie Sie wollen, oder zusammen verbinden. Und von daher, Sie können auch die Überschrift, keine Überschrift oder eigene Überschrift einfach haben. Und von daher werden einfach die Tabelle aufgetrennt. Und jeder sollte einfach ihre eigene Tabelle haben. Und Sie können auch sagen, ja, wir wollen zum Beispiel die Spaltenbreite einfach, ja, verändern. Oder wir können, oh, wir machen erstmal das. Autoformat können wir einfach hier, wir haben verschiedene Möglichkeiten, hier unser Autoformat sofort zu nehmen und zu bearbeiten, wie wir haben wollen. Sie sehen schon hier, wenn es euch nicht gefällt, dann geht einfach rückgängig und dann könnt ihr nochmal weitere, und hier können Sie auch einfach anfügen. Das ist sehr, sehr simpel. Und Sie können auch weitere Tabellen suchen, die euch so am besten so gefällt. Und dann können Sie zum Beispiel anfügen und von daher alles ist Sie sehen schon. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, also ups, hier haben Sie auch die Möglichkeit, einfach, ja, wie gesagt, mit dem Autoformat einfach zu ändern, wie Sie wollen, oder zu löschen, wie Sie wollen.
Und Sie können auch hier oben zum Beispiel eine Tabelle in Text einfach umwandeln, wie Sie wollen. Und so haben Sie einfach die Möglichkeit, einfach hier die Tabelle, die hier war, ist einfach in Text umgewandelt worden. Und wenn Sie einfach zurück machen wollen, dann machen Sie einfach so. Und dann haben Sie einfach die Daten, die vorher da waren. Oder Sie können sagen, wir wollen sortieren. Das bearbeiten wir in den nächsten.